Mimi! Oha, meine Kamera sieht gerade so high quality mäßig aus. Mimi! Hallo! Hallo, ignoriert den schachen Hintergrund. Oh mein Gott, du bist so süß. Mein Mausilein. Essen. Ich mache mir gerade Essen. Es ist... Wie spät ist es? Ah, wieso fokussiert es nicht? Es ist 13.40 Uhr und ich bin vor, weiß ich nicht, vor einer halben Stunde circa nach Hause gekommen. Und ich mache mir jetzt gerade solche Potato Chips oder Wedges. Ich weiß nicht, wie man die jetzt nennt. Und da mache ich mir noch Süßkartoffel gerade. Die Mimi ist böse auf mich. Ja, weil sie nichts zum Essen bekommt, weil sie schon genug hat. Mimi. Autsch. Es ist jetzt gerade 15, glaube ich. Nein, es ist sogar schon 22. Normalerweise esse ich nicht zu spät um 2:30. Normalerweise esse ich immer so um 2:30 oder so. Aber es hat ein bisschen länger gedauert. Und das ist mein Essen. Oh mein Gott, Leute, es sieht so mega gut aus. Schaut euch das einfach mal an. Oh mein Gott, das sind einmal, weil mich ein paar gefragt haben, Mimi, bitte. Weil mich ein paar gefragt haben, was ich so als Veganer esse und wie ich das mache und das alles. Auf jeden Fall ist hier auf dieser Seite alles mal Salat und hier ist Gurke. Hier hinten sind noch Linsen, falls ihr das erkennen könnt, weil wir das von gestern noch übrig hatten. Dann ist hier, ich kann nicht mehr reden, ein bisschen Ketchup, weil ich Ketchup mit solchen Potato Chips total feiere. Ich finde das so mega lecker, oh mein Gott. Dann hier noch ein paar Falafel. Eigentlich wollte ich mir selber machen, aber meine Mama hat gestern noch welche gekauft, also habe ich mir halt keine selber gemacht, sondern die genommen. Und dann noch Hummus und das sind halt Süßkartoffeln und das sind normale Kartoffeln. Und oh mein Gott, ich habe so Hunger, ich werde das jetzt essen, werde YouTube-Video schauen und dann werde ich ein bisschen was für die Schule machen. Yay! Hey, meine Lieben, ich melde mich mal wieder. Ich habe mich ja irgendwie gestern nicht gemeldet. Ich habe euch, glaube ich, gezeigt, wie ich mein Abendessen gemacht habe. Habe ich Autofokus oder manuell? Ich glaube manuell. Auf jeden Fall habe ich mich, glaube ich, gestern nicht mehr gemeldet. Warum auch immer. Ich glaube einfach, ich habe mir dann einfach nur noch eine Haarmaske gemacht und das alles. Und ich dachte mir, das ist dann irgendwie nicht so interessant. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon gegessen. Das alles ist jetzt... Manchmal rede ich dann immer so total komisch, dass ihr mich nicht versteht. Und ich glaube, ich bin nicht scharf. Und ich sehe heute richtig blass aus. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich jetzt wegen dem Licht, weil seht ihr das? Es ist alles so rosa-stichig. Also eigentlich bin ich nicht so blass. Ich bin zwar ein blasser Mensch, aber so blass bin ich nicht. Also macht euch bitte keine Sorgen, weil ich sehe gerade echt krankhaft aus. Naja, auf jeden Fall war heute mehr oder weniger der letzte Tag, wo ich so richtig was machen musste. Also heute ist Mittwoch und morgen ist Notenschluss. Und zwar wollte ich euch das eigentlich schon am Montag sagen. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Und zwar haben wir halt am Montag unsere Mathe-Noten bekommen, weil wir halt Schularbeit hatten oder eine Arbeit geschrieben haben. Wir in Österreich sagen halt Schularbeit dazu, weil ich habe halt total viele deutsche Abonnenten und die würden sich dann wahrscheinlich so fragen, was ist das? Deswegen dachte ich mir, erkläre ich das ganz kurz. Meine Kamera ist so schwer, oh mein Gott. Ich muss mir unbedingt irgendwann mal eine Vlogging-Cam zulegen, weil ich liebe halt Vloggen. Ich schaue immer, dass ich scharf bin, aber das ist halt, ich möchte halt eine gute und nicht eine für 100 Euro oder 200 Euro. Und das ist für mich schon sehr viel Geld und deswegen muss ich da halt noch schauen. Hatte ich heute mal wieder, wo ist meine Kette? Hier ist meine Kette. Ich liebe diese Kette. Ich habe ein paar in einem Video gefragt, woher ich die habe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir gestern meine Haare, wie gesagt, gewaschen. Ich habe keine Ahnung, woher die ist. Ich habe die geschenkt bekommen. Ich finde die so unglaublich schön, weil das ist halt so ein bisschen Schmuck, weil ich trage echt fast gar keinen Schmuck. Ich bin halt sehr casual immer in der Schule und ich bin irgendwie nie ganz drauf. Ich habe euch jetzt wieder meinen Griff gestellt, falls ihr das aus einem Vlog von mir kennt. Ja, was ich sagen wollte, also bei meinem Fenster, das habe ich glaube ich schon einmal gesagt, hatte ich diese schöne Arbeit heute hier. Ich mag das und da ist eigentlich noch ein Klebeband. Hier, seht ihr das? Ich mag das voll gerne. Auf jeden Fall, das war ja vor ein paar Jahren mal so in, dass man solche Battlebänder und solche Sachen hat. Ich mag das noch immer. Auf jeden Fall haben wir dann halt unsere Mathe-Noten bekommen. Ich habe halt so viel gelernt für diese Arbeit. Also nicht richtig, richtig, richtig viel. Also es ist, man kann immer mehr lernen, sind wir doch mal ehrlich. Aber ich habe halt schon sehr viel gelernt. Und ich dachte mir so, ja, vielleicht bekomme ich eine gute 2. Ich habe um einen Punkt
gerade noch die 2 und ich bin extrem glücklich. Extrem glücklich, aber ich dachte mir so, vielleicht wird es ein bisschen mehr, weil ich habe halt richtig viel gelernt. Es kam aber einfach ein Beispiel, das ich halt überhaupt nicht verstanden habe und dann ist das irgendwie klar. Klar. Ich habe generell das Gefühl, wenn ich die Kamera mal in der Hand habe, dann muss ich euch viel erzählen und das alles, weil auch jetzt, ich wollte euch eigentlich nur eine Sache erzählen und jetzt rede ich schon wieder die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wo meine Schultasche ist, aber auf jeden Fall räume ich jetzt gleich noch auf, weil ich schminke mich halt immer hier, wo mein Spiegel ist, aber hier hinten ist meine Schminke und das ist so ein bisschen... Ich brauche unbedingt eine Vlogging-Kamera, aber ich habe kein Geld, mir die zu kaufen. Naja, auf jeden Fall räume ich das jetzt gleich weg. Schau dann noch an, was ich heute machen muss. Schreib vielleicht in mein Bullet Journal, das kein Bullet Journal ist, aber auch kein Tagebuch, so mein irgendwas Journal. Und dann würde ich sagen, melde ich mich später wieder. Ich wollte eigentlich heute Fotos für ein Video machen, also für ein Thumbnail für einen Haul, den ihr schon gesehen habt wahrscheinlich. So ziemlich sicher gesehen habe. Ich kommentiere nicht. Ich beantworte jetzt noch ein paar Kommentare von gestern. Ich hoffe, dass ein paar neue dazu gekommen sind. Und ja, jetzt kommentiere ich noch ein paar Kommentare. Warum sage ich kommentieren? Jetzt beantworte ich noch ein paar Kommentare. Dann esse ich, dann muss ich noch ein bisschen was für Deutsch machen. Und dann geht es auch schon zum Zahnarzt. Also heute ist wie die restlichen Tage auch. Kein besonderer Tag. Aber egal, ich dachte, ich nehme euch trotzdem mit, damit ich wenigstens ein bisschen Vlogmaterial habe, so ganz wenig. Ein bisschen. Bye. So Cereals mit Joghurt oder mit Milch. Heute hatten wir halt Joghurt. Weiß haben wir keinen Joghurt da. Also veganer Sojajoghurt. Das sind Erdbeeren. Lecker! Hallo, wir sind gerade bei IKEA, beziehungsweise wir fahren gerade in die Tiefgarage. Deswegen wird es gleich ein bisschen dunkel. Aber auf jeden Fall hab ich ja jetzt Ferien und deswegen kaufe ich ein paar Sachen ein, damit ich dann halt wieder ein bisschen umsortieren kann, ein bisschen umdekorieren kann und halt alles ein bisschen besser organisieren kann, weil es ist nie perfekt. Deswegen muss ich da ein paar Boxen kaufen und vielleicht auch einen neuen Vorhang pflanzen, so irgendwelche Sachen. Und ich habe vorhin extra noch mein Handy ein bisschen entrümpelt, weil ich hatte überhaupt keinen Speicherplatz, dass ich jetzt ein bisschen filmen kann. Und ja. Ja. Ich hätte die voll gerne. Ich hätte sie voll gerne, aber ich weiß nicht, wo ich sie hinstellen soll. Fühle ich mich so wie im Dschungel. Wie ihr sehen könnt, sitze ich schon wieder im Auto und wir haben eine Pflanze gekauft und die habe ich mir sogar schon im Internet mal angeschaut. Und die finde ich sehr cool, weil ich liebe Pflanzen. Aber es gab keine Kartons, die ich wollte. Es gab keine Kleiderbügel. Also es gab wirklich nichts. Und wir sind wirklich den ganzen IKEA abgegangen. Und das ist so ein bisschen mühsam. Und ich hoffe, ihr könnt mich hören, weil es regnet draußen. Und ich bin im Auto, wie ihr sehen könnt. Deswegen ist es alles ein bisschen laut. Und es ist alles auch ein bisschen stressig, weil es ist jetzt schon fast 2 und ich habe um halb drei einen Termin beim Hautarzt und deswegen ist das alles ein bisschen stressig, weil wir eigentlich gerne noch nach Hause wollen und was essen wollen, aber es ist alles ein bisschen stressig. Aber auf jeden Fall habe ich vorhin ein paar Datteln und Mandeln gegessen, weil ich liebe Datteln und ich liebe Mandeln. Ich bin eingepackt in meinen Schal, weil ich dachte, es ist heute so richtig warm, weil gestern hat es irgendwie, wie viel Grad hat es? 11? 12 Grad. Das war so mega warm und dann bin ich und meine Mama rausgegangen und dann hat es irgendwie eben nur noch gefühlte minus 10 Grad und es war kalt und es war windig und die Sonne war weg. Aber wir waren dann trotzdem ein bisschen draußen und deswegen dachte ich mir, heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so kalt, aber doch ein bisschen kälter ist. Ich habe nur meinen Schal und Leggings und das alles, aber es ist mega kalt und deswegen bin ich so, hallo. Aber naja, wir sind jetzt gleich zu Hause, deswegen würde ich sagen, melde ich mich wahrscheinlich am Abend bzw. nach dem Hautarzttermin wieder.
Ich denke mal, da melde ich mich. Ignoriert bitte das unordentliche Zimmer, aber diese Pflanze habe ich gekauft. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich sie hier hinstellen werde. Die hat jetzt auch noch keinen Topf und das alles, wie gesagt, mein Zimmer ist gerade ziemlich unordentlich. Aber auf jeden Fall wollte ich euch ganz kurz mein Outfit zeigen, auch wenn es wirklich nichts Besonderes ist oder so. Aber ich würde es euch trotzdem gerne zeigen. Und zwar ist das diese Mantel einmal mit einer schwarzen Leggings, mit dieser Tasche, weil ich momentan keine andere habe. Also falls ihr gute oder schöne schwarze Taschen kennt, dann schreibt mir die ungefähr in dieser Größe. Dann habe ich meine Kette, die war einmal von New Yorker. Da fragen mich immer mega viele Leute danach, die war einmal von New Yorker. Und dann halt meine Zara-Mantel. Und darunter, oder das ist eher so eine Weste, kein wirklicher Mantel. Und dann noch eine Weste von C&A. Und ja, so sieht das aus. Also alles sehr schlicht, alles sehr einfach, aber ich mag es irgendwie ganz gerne. Und diesen Baum habe ich halt auch bei IKEA gekauft. Und wie ihr seht, ist der komplett abgestorben, mehr oder weniger. Denn es sieht hier schon wieder aus. Aber ich hoffe halt sehr, dass der das jetzt besser überlebt. Und ja, jetzt muss ich auch schon los, weil es, ich glaube, es ist 10 oder 15. Und wie gesagt, ich habe um halb einen Termin. Warum ist es so orange? Much better. Ich mache jetzt nochmal die Tür zu. Wie ihr seht, habe ich eine Pflanze gekauft, aber das habe ich euch vorhin schon gezeigt. Und ich muss gleich was machen für die Schule und ich habe überhaupt keine Lust. Ich wollte das eigentlich gestern schon machen, aber ich habe es doch nicht gemacht. Das ist so eine sehr große Bioarbeit. So für die vorwissenschaftliche Arbeit, so eine Vorbereitung. Ich wollte vorhin gerade sagen, eine vorwissenschaftliche Arbeit, aber irgendwie klingt das ein bisschen komisch. Auf jeden Fall habe ich gerade hinter euch, also hinter der Kamera, eine Softbox angemacht, also ein bisschen weiter weg. Ich mir gedacht habe, das ist besser als mein großes Licht, also meine Lampe. Mir ist gerade das Wort nicht eingefallen, weil die so mega orange ist, wie ihr das gefallen vielleicht gesehen habt. Hallo Lieben, ich habe mich heute noch gar nicht gemeldet, also ich werde euch gleich zum Kochen mitnehmen sozusagen. Und ich hoffe, ihr versteht mich, weil ich höre gerade Musik im Hintergrund und deswegen. Ja, und ich bin heute ungeschminkt. Ich habe Ferien, also werde ich mich nicht schminken. Was? Kennt ihr das, wenn ihr nicht mehr reden könnt? So geht es mir gerade und ich glaube, ich bin nicht ganz weg. Weggezoomt, rausgezoomt und hier ist nochmal meine wunderschöne Pflanze. Und ich habe gerade einen Teil von dem Vlog schon geschnitten und mir ist aufgefallen, dass ich wirklich die ganze Zeit von dieser Pflanze rede. Aber es ist doch schön, dass ich so verliebt bin in meine Pflanze. Ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr Vlogs sehen wollt, weil auf Snapchat habe ich euch schon vor ein paar Tagen gefragt und da haben sehr viele mit Ja geantwortet. Ich habe das Gefühl, ich bin die langweiligste Person auf Erden, weil ich halt nie was mache. Ich meine, gestern war ich bei IKEA, aber heute ist zum Beispiel so ein voll casually, ich bleibe den ganzen Tag zu Hause Tag, deswegen nehme ich euch heute auch nicht so richtig mit, außer halt jetzt zum Kochen. So müsste es jetzt eigentlich gehen. Ich muss mal ganz kurz schauen. So. Also, ich hoffe, dass ich jetzt einigermaßen scharf bin. Ich habe nämlich den Autofokus an und meine. Also, ich bin nicht scharf, ich sehe es schon. Aber meine Kamera ist halt nicht perfekt. Und zwar mache ich, wie gesagt, Polenta. Den habe ich schon am Herd und. Ja, was wollte ich sagen? Ich mache jetzt erst einmal, das ist so ein bisschen blöd, weil hier eigentlich das alles ist, was ich mache. Ich schiebe euch mal ein bisschen rüber. Und zwar habe ich jetzt erstmal ein paar Paradeiser, also Tomaten, gewaschen. Und die werde ich jetzt erstmal kochen. Ich werde euch dann separat nochmal alles zeigen. Auf jeden Fall brauchen wir dann noch Champignons, weil ich liebe Champignons. Und ich bin übrigens heute auch so ein Chiller-Outfit. Dafür liebe ich diesen Pulli. Den ziehe ich mehr oder weniger jeden Tag an und in der Schule und zu Hause und zum Schlafen und überall, weil ich liebe diesen Pulli und meine Speicherkarte ist schon wieder leer. Aber auf jeden Fall brauchen wir dann Salat. Dann habe ich noch Bohnen übrig, deswegen werde ich die dann essen. Und dann habe ich noch Pak Choi. Meine Kamera geht in einer Sekunde alle. Also 1, 2, 3. Natürlich war meine Speicherkarte leer und ich sehe heute echt aus wie so ein kleiner Troll. Aber egal, weil wir sind ja alle unter uns. Wir sind ja alle Freunde. Oh mein Gott, so sieht man meine Pickel nicht. Okay, jetzt doch wieder. Aber ich bin gerade zum Licht gegangen, weil ich meine, hier ist gerade wirklich Bomb Lighting. Deswegen dachte ich mir so,
Jo, und viele fragen mich auch immer, wieso ich in Englisch manchmal rede, also so mittendrin solche Sachen. Das habe ich von einer Freundin. Also ich versuche damit nicht cool zu wirken, vielleicht ein bisschen. Aber ich habe das so hauptsächlich von ihr übernommen. Und auch einfach, also nicht hauptsächlich, sondern 50% von ihr. 50% ist einfach so, weil manche Sachen einfach auf Deutsch doof klingen, meiner Meinung nach. Oder mir fällt das deutsche Wort gar nicht ein. Deswegen, und falls ihr euch fragt, was dieses wunderschöne blaue Ding ist, das ist unsere Kaffeemaschine. Unsere Küche ist gerade nicht so wirklich aufgeräumt, eigentlich gar nicht. Deswegen ignoriert das einfach. Ich weiß nicht, wie man das ignorieren soll. Aber egal, ich koche jetzt, weil ich habe ziemlich Hunger und höre weiter Musik und da kann ich halt nicht filmen. Aber ich zeige euch dann immer, wie ich was mache und diese Kamera ist so schwer, oh mein Gott. Ich würde sagen, ich koche und dann zeige ich euch, wie es aussieht. Und wahrscheinlich schaue ich dann Teen Wolf weiter. Ich bin jetzt endlich bei der 6. Staffel, oh mein Gott. Ich habe halt so voll lange nicht mehr geschaut, weil ich mir gedacht habe, nein, du hebst dir das alles für die Weihnachtsferien auf und dann war ich halt die ganze Zeit krank. Aber ich war so krank, dass ich nicht mal Serien schauen konnte. Leute, das ist das schlimmste Gefühl auf der Welt, habe ich das Gefühl. Weil man krank ist und man kann nichts machen. Und auch wo es mir besser ging, hatte ich irgendwie keine Lust, irgendwas zu machen. Dann habe ich die ganze Zeit geschlafen und war nur im Bett. Missing someone.